kann mich jetzt hier frei bewegen fast. Okay, gehen wir wieder noch durch B durch. Hey, ihr. Die haben wirklich keine Lust, sich zu bewegen. Ich sehe hier auch keine Knöpfe oder ähnliches. Okay, gucken wir mal, was wir hier machen können. Das ist jetzt C. Auch 1-1-0. Okay, wo bin ich? Ach, ich bin wieder bei C. Jetzt ist auf einmal alles ruhig. Und das habe ich jetzt wieder zurückgebracht. Okay. Jetzt bin ich wieder hier. Ich komme aber nicht daran. Ach ja, das ist B. Das macht nur hier drüben auf. Ah, wo bringt mich der Porter hin? Ich hoffe, ich schaff's noch rein. Der bringt mich, glaube ich, gar nirgends hin, oder? Nö. Und das bringt mich zurück. Okay. Ah, jetzt bin ich wieder hier. Okay, gut. Was passiert, wenn ich überall versuche, die alle Hebel nach unten umzulegen? Da habe ich alle nach unten umgelegt. Da komme ich nirgends durch.
Bei dem klappt das nicht. Doch, bei dem klappt das einigermaßen. Ich müsste hier durch. Und ich bin wieder draußen. Was fehlt mir noch? Das hier fehlt mir noch. So, das ist jetzt die. Nach D. B hatte ich noch nichts eingetragen. Okay, der reagiert darauf, indem ich einfach alles runter und wieder hoch mache. Hey, das ist mal neu. Und ich bin wieder draußen. Jetzt bin ich wieder hier. Oh, jetzt habe ich hier einen Porter aktiviert. Das ist nicht so schön. Achso, das sind nur... böse Augentyrannen. Oh, schön, wenn nur nicht. Gut, das war das erste. Gib mir das mal. Das war Health Recover, egal. Das brauchen wir sowieso. So. Essen und ein paar Pflanzen. Ja, auch gut. Ah, da ist... okay, sie hat keine Energie mehr, das ist nicht so gut. So, und den Rest pieksen wir tot. Beholder Eye. Wofür war nochmal das Beholder Eye gut?
Ah, mehr Energy. Das heißt, das Beholder-Ei kriegt unsere Feuermagierin, weil... Also Talisa. War doch Talisa, oder? Ja. Warum auch immer ich Talisa genommen habe. Tom of Life, du hast genug. Bei euch beiden geht das. Arcane Blast. Kennen wir bereits? Shadowlight Crypt Key und Obsidian Breastplate. Gut. Ich habe da so das Gefühl, dass da oben eine Art Bossraum ist und eigentlich ist da unten noch ein Secret. Ich habe jedenfalls jetzt... einen Weg zwischen allen Abteilen des Shadowlight Divide geöffnet, okay. Ja. Sieht so aus, als ob es das war mit Shadowlight Divide. Ich hätte noch gucken können, was in der Truhe in der Mitte von dem einen Raum ist, aber... Ich hatte ehrlich gesagt jetzt nicht mehr die lose Lust dazu, da viel rumzusuchen. So, wir wollen hier hoch, damit wir hier runterkommen. Achso, falsch abgebogen. Das hier ist das Pit Maze. Unterwegs finden wir einen Heilstein, bevor wir den anditschen. Mal hinaus, Quick Save, falls mal wieder beim Heilstein was abstürzt. Gut, Shadowlight Divide wäre auch erledigt. Da lang. Das heißt, das ganze Zeug, was wir jetzt im Aetherland gebunkert haben, lassen wir einfach dort. Und gucken uns jetzt mal die Fallen Crypts an. Dumm, dumm, dumm. Ja, da. Da bin ich jetzt auch mal gespannt drauf. Ja, ich hab doch die Fallen Relics. Oder muss ich sie alle anziehen? Irgendwem geben? Ja. Das war soweit richtig. Thank you.
Okay, es sind Untote. Das ist natürlich gut zu wissen.